So haben wir's. Endlich. Welcome, Leute. Aus Good Souling wurde Good After Souls. Welcome, Leute. Schön, dass es jetzt doch geklappt hat. Nach diversen Anlaufschwierigkeiten meinerseits aus. Welcome zu Ahu TV. Welcome zu Nasenfurs. Nasenfurs. Kopf, mein Freund. Schön, dass du da bist. Mit dir kann ich auf jeden Fall beruhigt reinstarten, Brudi. Ja, endlich, endlich. Ich Moin, hatte hier ein paar Meister. Probleme leider meinerseits. Die sind jetzt behoben. Jetzt können wir reinstarten. Endlich wieder. Ich habe so Bock auf Souls, Mann. Es ist so eine Qual, manchmal drauf zu warten. Schön, 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 schön. Am Samstag Mittag. Good After Souls, ich hoffe, ihr versteht den Wink. Wir sind Stufe 40, der Siegmeier. Mit 18 Stunden sind wir schon dabei. Länger als ich dachte eigentlich. Krass, 18 Stunden schon. Party war gestern, Kopf. Heute ist Ausschlafen. Wie man es mir vielleicht auch ein bisschen ansehen kann. Aber man muss das Leben in vollen Zügen genießen. Ich habe mir erlaubt, ein bisschen farmen zu gehen. Schon mal hier bei Anno Londo. Ich habe schon ein paar Türen aufgemacht. Jedoch noch keine Items aufgehoben, keine Truhen aufgemacht. Keine Mimics besiegt bisher. Das war dann Sache des Streams, dachte ich mir. Erstmal hier diese ganzen Silberritter abgefarmt. Die geben nämlich pro Kill 1000 Seelen, beziehungsweise 1300 auch zwischendurch. Mit den Speeren, glaube ich. Hellebarden. Und ich habe jetzt einfach mal 31.000 Seelen. Das ist lecker. Die geben wir jetzt gleich auch direkt aus. Bevor wir hier gleich ein Malheur erleiden. Oh, man sieht, das Schild ist einfach OP gut einfach. Meine vollkommen ausgeartete Wortwahl hier. Gerade hier ein bisschen zum Affen bei dem Bro. Geht doch, endlich. Jedenfalls, hier habe ich ein bisschen rumgefarmt. Und jetzt geben wir erstmal die Seelen aus. Auf Intelligenz wird geballert. Damit wir da unsere Magiewaffe weiter aufstecken können, schadenmäßig. Der Halef hat uns empfohlen, Intelligenz auf 30 erstmal zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unser Limit sein sollte. Aber ich denke, das ist schon erstmal ganz gut damit. Kondition haben wir auch schon auf 20. Lecker. Ich denke, wir gehen weiter ein bisschen auf Kondition. Kampfmagier-Style. Auch jetzt ein Schild. Ich muss einfach feststellen, ohne Schild geht es nicht. Kurze Frage an den Chat. Wie sieht das aus mit meinem Ingame-Sound? Hört ihr das gut? Ist das laut genug? Das war jetzt mein Problem irgendwie die letzten Streams über. Ich habe mir da ein bisschen Zeit genommen, das mal ein bisschen zu testen und das müsste jetzt doch eigentlich gut zu hören sein, oder? Wie ist das, wenn ich hier so gegen die Wand komme? Ganz laut genug. Nach unten sogar. Okay. Ja, Hauptsache, man hört endlich was. Weil vorher war das Problem, dass man halt eben nichts vom Ingame-Sound gehört hat und das war doch schade. Ich pegle mal jetzt ein bisschen runter. Dann können wir kurz nochmal diesen schönen Solaire-Dialog uns geben. Das ist nämlich auch gut. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Ja, Solaire ist von uns angetan. Aber wir auch von ihm. Er hat schon recht. Da ist eine gewisse Moin, Chemie Meister. zwischen uns. Moin, Meister, Buddy. Hallo, Neist.
Seht ihr die Sonne auf seiner Brust? Dieses schöne Gesicht? Können wir da nicht ein bisschen... Doch, so. Geil, oder? Das ist unser Wappen, Leute. Praise the Sun. Was geht, Nice? Schön, dass du da bist. So, ich werde mich hier, trotz dessen, dass ich da vorne schon diesen Shortcut freigemacht habe, den normalen Weg hochkämpfen. Ich konnte einfach nicht widerstehen, Leute. Ich musste ein bisschen trotzen. Auch einfach, weil wir, wie gesagt, den Titel erwähnt, wir wollen zum Fensterputzgarten heute. Da gibt es das Artorias-Wappen, das können wir für Foundray, dem Schmied, kaufen. Das ist ganz wichtig, dass wir den wieder befriedet haben nach dem Streit, den wir hatten untereinander. Kostet 20.000 Seelen, ist schon recht knackig auch vom Preis, aber erstmal auf jeden Fall Anna Rondo durchknallen. Ich hoffe, wir kriegen Ornstein und Smaug. Smaug, da scheiden sich auch die Geister, wie man den ausspricht. Besiegt. Die sind, würde ich jetzt schon behaupten, bis jetzt so der schwierigste Boss, der uns erwartet. Ich guck mal, dass ich hier auf jeden Fall alle Silberritter wieder mitnehme für die Seelen. Die lassen wir auf gar keinen Fall liegen. Ja, mein neues Mikrofon ist unterwegs. Ich habe mir tatsächlich eins bestellt, um das Ganze mal ein bisschen schöner klingen zu lassen. Wird höchste Zeit, wie gesagt, mit diesem Audio-Problem habe ich jetzt wirklich oft genug zu tun gehabt. Das nervt mich ein bisschen. Auch keinen Bock, immer wieder hier online zu kommen und schlecht gehört zu werden, Leute. So, hier ist unsere erste scheinbare Wand anscheinend. Endlich. Ich glaube, wir haben wie gesagt ein paar verpasst, aber lass auf jeden Fall alles erkunden gehen, was hier abgeht. Alle Items mitnehmen, alle Mimics killen. Wir sollten stark genug sein, um so ziemlich hier alles in einer Londe wegzukloppen. Mit Geduld. Oh, zwei Truhen, noch zwei Truhen und ein Mimic. Okay. Ist das Havels Rüstung? Kann das schon Havels Rüstung sein? Let's see. Es ist Havels Rüstung. Havel ist mein absoluter Lieblingscharakter in Souls. Da ist die ganze Rüstung. Das Schild und hier ist der Drachenzahn. Seine Waffe. Jetzt lasst uns mal lesen, Leute. Der Drachenzahn. Eine riesige Keule. Sehr cool. 290 Schaden. Skaliert auf Stärke, aber nur mit D. Ist recht miese. Und 40 Stärke, um sie überhaupt zu führen. Dieser legendäre Großhammer gehörte einst Havel dem Fels und wurde aus dem Zahn eines immerwährenden Drachens hergestellt. Der Drachenzahn ist härter als Stein und kann nicht brechen. Er verleiht dem Besitzer Widerstand gegen Magie und Flammen. Dazu haben wir das Großschild bekommen. Großschild des legendären Havel des Felsens. Also ich nenne ihn Havel. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Havel? Havel? Havel, Brudis. Havel des Felsens. Er wurde direkt aus einem riesigen Steinblock geschnitten. Dieser von Havels Magie durchtränkte Großschild bietet großen Schutz, ist unglaublich schwer. Ein wahrhaft göttliches Erbe von ebenso großer Bedeutung wie der Drachenzahn. Genauso ist es wohl. Einfach nur ein Boss. Zu dem kommen wir auch noch und den werden wir auch noch wegmachen auf jeden Fall. Die von Havels Steinkriegern getragene, aus Stein gemeißelte Rüstung. So gewaltig ihr Gewicht ist, so stark ist der Schutz, den sie bietet. Havels Krieger wichten nie zurück und verweigerten sich keiner Schlacht. Wer ihnen begegnete, wurde zerstampft. Bäm. Das war auf jeden Fall meine Rüstung to go.
Nicht in dem Playthrough, nicht in dem Playthrough. Hat auf jeden Fall mega krasse Werte, schaut euch diese Resistenzen an. Blitz ist auch so ein Schadenspotenzial in diesem Spiel, das macht auch gegen Bosse. Da haben, glaube ich, die meisten Bosse am wenigsten Resistenz gegeben. Also Blitz ist Risiko. So, ich denke, wir machen es diesmal ohne Lloyds Talisman. Ich spare mir die mal ein bisschen auf. Und wir machen den Mimic einfach weg. Schon mal die Hälfte wegrasiert, das ist gut. Nicht packen lassen, das ist jetzt ein Death von dem Bro. Da brauche ich ja auch die Dämmer. Nice. Ne, Gott sei Dank haben wir diese schöne Magiewaffe, dieses Marienlangschwert. Mit ordentlich gutem Schaden. Okkulte Keule. Auf Stärke 10 Stärke nur, das ist eine kleine Keule. Diese simple Holzknüppel ohne Klinge, effektiv gegen die meisten Feinde. Ja, das ist die normale Keule, nur mit kruder Verzauberung drauf. Krude bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was krude Verzauberung bewirkt. Irgendein Debuff wird es wohl auftragen, wenn du oft genug getroffen hast mit dem Teil. Sowas wie Feuer und Blitz, das macht halt direkten Schaden. Ich glaube, Krude und Blutung, das sind Buffs, die musst du halt erstmal auftragen. Mit konsequenten Schlägen. So, hier sind nochmal zwei Truhen. Dieser Backstab-Winkel ist bei den 10 Leuten. Ich hab da noch nicht so ganz das Feeling für. Aber zwei Backsteps und die Jungs sind weg. Das ist dann recht easy mit Schild. Um herumzulaufen, Backstep. Wartet, wir wollten den normalen Weg gehen. Weil das sind auch wiederum bestimmt auch 7 oder 8 Liter am Start, das sind dann wieder 8000 Seelen. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Vor allem auch die Items, die ich, wie gesagt, hab liegen lassen. Kann es sein, dass ich mich wieder hole? Ich glaube ja. Komm ran. Seele eines Helden. Nützlich. Ich glaube, das waren 2000, ne? Oder 4000. Was dazwischen? Mimics. Let's go. Noch nicht zu gierig. Nicht packen lassen. Hit noch, nice. Mimics, sehr geil. Erstmal 2000 Seelen plus halt den Gegenstand, den sie in sich tragen. Das war jetzt eine Goldmünze. Goldmünzen sind, ich glaube, Items, so wie die Sonnenlichtmedaillen. Und die Sonnenlichtmedaillen sind für den Pakt mit Solaire. Und die Goldmünzen sind, glaube ich, genauso wie der Schlangenring, dass wir für eine gewisse Zeit erhöhte Drop-Chance haben. Selbst den wertvollsten Münzen der Menschenwelt kommt in Lordran nur geringer Wert zu.
da man dort in Seelen bezahlt. Jene, die von der Rückkehr in die Außenwelt träumen, tragen gerne diese Münzen bei sich. Ich weiß auch gerade nicht, wofür man die jetzt genau braucht. Mimik wieder. Stagger. Tschüss. Moin, Meister. 12.000 Seelen angesammelt. Das ist sehr gut. Silbermünzen, ähnlich wie die Goldmünzen. Moin, Meister. Hallo, Afrix. Willkommen, willkommen. Den Silberritter nehmen wir auch noch mit, auf jeden Fall. Ich habe den Schild runtergelassen. Mann, ich krieg den Winkel halt nicht genau hin. So, jetzt aber. Hiervon ist nichts. Man hört über oder unter uns einen nervösen Ritter herumsteppen. Beunruhigend. Hauptsache, der fällt uns nicht in den Rücken. So, man sieht schon hier dieses Schwert auch. Moin. Raus. Ich krieg dich. Ich wundere mich trotzdem, ich bin nämlich echt schon eine Weile nicht mehr gestorben, dass wir noch keine Menschlichkeit gesponsert bekommen haben. Und ich sage, eigentlich langsam mal wieder Zeit. Steigt, glaube ich, an, die Zahl, umso mehr Gegner man halt konsequent dann tötet, ohne zu sterben. Ich weiß nicht, ob das Feuer dann Einfluss drauf hat, wenn man sich halt hinsetzt, dass das dann resettet wird, der Counter, aber ich glaube nicht. Man darf halt nur nicht sterben. Deswegen halt die Menschlichkeit. Ich hätte gerne noch zwei, damit wir das Feuer entfachen können hier bei Analog. Aber gerade auch für Unstein und Smoke. Wir hätten 10 SD auf jeden Fall nutzen. Anstatt 5. Komm. Geh raus, Bro. So. Ja, man sieht die Silberritter sind echt easy. Gerade mit Schild, ne? Man blockt einfach den ersten Angriff, läuft drumherum. Backstep, zwei Stück. Tschüss. Deswegen, ein gutes Gebiet, um ein bisschen zu farmen. Was ist mir hier langlaufen? Oh! Was kann ich bloß tun? Der Bro hat immer ein Problem. Siegmeier. So ein sympathischer Dude. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. We can overcome this together. This is quite a fix. Quite a fix. Kommt nicht durch die Tür. This is quite a. We'll need another three. No, maybe five bodies. Beziehungsweise traut sich nicht. Oh shit. Ja.
hilf mir. Oh. Ich sterbe. Hauptsache, der chillt einfach nur, der Bro. In der Stunde höchster Not. Klingklock. So, die zwei noch. Die haben eine gute Magie ab, ja? Obwohl. Doch nicht. 32 war schon ein Backstep. Jetzt gucken, dass wir nicht irgendwie Siegmeier treffen, deswegen lieber raus hier. Sonst haben wir wieder einen NPC, der gegen uns ist. Das ist Abfuck. Komm rein. Unnötig. Was soll's? Und du noch, Bro. Eins. Und im besten Fall. Weg hier. Lucky. Nicht treffen lassen. Ein Hit, wir sind tot. Keine Ausdauer mehr. Oh shit. Oh, hätte schief gehen können, Leute. Hätte schief gehen können. Aber der Stress gehört dazu. Sonst wäre das nicht Dark Souls. Was ist das? Mimik? Ne, eine normale Truhe. Dämonen-Titanie, zwei Stück, stark. Nehme ich sehr gerne mit. Ah, das ist die Tür, cool. Wo der Bro da hinten am Ende des Ganges steht. Ich glaube, wir haben jetzt wieder zwei Level offen, oder? Sind das zwei oder nur eins? Ich würde die Seelen jetzt ungern aufs Spiel setzen, vor allem da wir keinen Estus mehr haben. Aber da vorne kommt jetzt eh der Shortcut bis zu unserem letzten Feuer. Glaube ich. Ich meine ja. Dann ist das kein Thema. Safety first. Genau hier. Hier bei der Silberritter. Die haben wir alle hier schon weggeknallt zum Glück. Haben wir liegen lassen? Warum das denn? Silberritter Stulpen, Silberritter Gemaschen und Silberritter Helm und Rüstung. Gerne, sehr gerne sogar. Ja, schneller. Die Rüstung der Silberritter, die Anno Londo bewachen. Als Fürst Gwyn auszog, die Flamme zu binden, spalteten sich seine Ritter in zwei Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienste ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Mhm. Okay. Und hier ist unser Feuer. Erstmal chillen. Immer noch keine Milchigkeit gefarmt, leider. Oder? Eine. Das war halt dumm von uns, von mir, so frühzeitig mal auszugehen. Gucken, dass wir das im weiteren Playthrough ein bisschen schlauer anstellen. Ein Level tatsächlich nur, aber das reicht. Vielleicht wäre das gar nicht mal so dumm, auf Resistenzen ein bisschen zu gehen, weil
schlecht, 3 Punkte. Jeweils pro. Und Blitz nur 1 Punkt. Lieber die Kondition. Ein bisschen schwere Rüstung tragen. Gibt auch Resistenz übrigens dazu. Jeweils 1 Punkt. Belastung. Ja. Ne? Was sagt ihr? Ich glaube auch. Höre ich gerne eure Zustimmung. Breaker und tschüss. So. Na gut. Somit erwartet uns jetzt nur noch die große Kathedrale. Das ist auch gar nicht mal so. Hier gibt es wieder die zwei Riesen, die wir auf jeden Fall wegmachen sollten. Wiederum einen kleinen Shortcut zu öffnen, das große Haupttor, das zur Kathedrale geführt hat. Und wir treffen einen neuen Schmied. Als Spoiler unnötig, ne? Das ist wirklich unnötig. Leid zu spoilern. So, den nehmen wir natürlich auch wieder mit, den Kollegen. Ist halt recht lucky, dass die so einfach zu besiegen sind. Da lacht das Herz. So. Hier vorne ist dieser Kollege. Ja. Klar können wir den versuchen. Im Prinzip nichts zu verlieren. Ja, wir versuchen den. Nichts zu verlieren. 10.000 Seelen, die können wir. Wenig Schaden nimmt. Sehr wenig Schaden. Noch ein bisschen tot. Ich will hier gerne rauskommen, als ich könnte. Alles klar. Bisschen besseren Schwert mit bisschen besseren Zaubern. Aber genau denselben müssen wir eigentlich besiegen, um zum Finsterwurzgarten zu kommen. Das heißt müssen, wir können auch einfach dran vorbeilaufen. Aber ich würde die schon gerne alle mitnehmen, wenn das geht, ne? Zu leben jetzt hier nur das machen, was gerade so am einfachsten ist. Das ist ja auch billig. So. So nicht. So nicht. Aber der war schon sehr viel ausgehalten. Wie sie ausweichen. Unnötiger. Ich hätte mein Schild nicht oben gehabt, direkt wieder tot. 10.000 Seelen. Und ran wurde ich. Das wirklich immer auf dieselbe Art und Weise am besten. Außer man hat so einen schönen Zweihänder mit 30 Stärke. Dann wäre das wirklich Hit pro Hit. Immer schön einmal, egal ob der Schild oben war. Direkt nochmal hinterher. Und
Jeder Gegner ist eigentlich tot, außer halt die Bosse so direkt. Oder eine gute Art und Weise, um Dark Souls zu spielen, wenn man neu ist in Dark Souls, würde ich sagen. Oh. Auch parieren, ne? Das ist auch so ein Move. Hab ich selber noch nicht gemeistert, leider. Können wir uns vielleicht im New Game Plus mal ein bisschen widmen. Wenn wir Gwyn weggeknallt haben. Aber erstmal Safe Call schön. Ne? Wie gesagt, Safety first. So, unsere Seelen zurückholen, wenn es geht. Da, ja, da ganz hinten in der Ecke. Super. Okay, zu spät gerollt. Und unnötig. Hätte ich lieber den ersten Angriff wieder oder den zweiten blocken sollen mit dem Schild, ist ja besser gewesen jetzt an der Stelle. Estus erst benutze, wenn ich noch einen Hit kassiere und quasi wieder kurz vorm Sterben bin. Wir werden die Esti für die Kathedrale brauchen gleich. Trotzdem gucken, dass wir nicht getroffen werden von den Jungs hier. Im Optimalfall. Komm! Der war sneaky. Der war sneaky. Kein Drop. Kein Drop. Souverän. Ludwig der 14. Wo liegen unsere Seelen jetzt schon wieder? Ach, immer noch dahin. Mann. Nee, nee, besser nicht, besser nicht. Erstmal nicht. Oh, hier kommt Lord Shrek. Dafür müssen wir unbedingt menschliche Form haben. Shit. Um unsere Feuerhüterseele, Feuerhüterinnen-Seele zurückzubekommen. Du bist Spoiler wieder. Sorry. Das liegt mir im Blut, so wie dem Swizzy. So wie dem Swizzer, ey. Ne, Brudi? Alter Spoiler-Lord. Hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Dieses vertraute Hämmern? Ein Riesenschmied. Tis no good, but forge very good. I have not any time. But forge is very good. I forge any time. Gute Scherben, große Scherben, kleine Scherben. Und er verkauft sogar Funkeltiere.
Sehr gut. Werden wir später auf jeden Fall brauchen, wenn wir zum Beispiel Havels Rüstung. Es gibt gewisse Rüstungen, gerade die so ein bisschen spezieller sind. Dafür brauchst du Funkeltitanit, um die aufzubessern. Und Funkeltitanit ist doch recht selten. Man könnte jetzt nicht jede Rüstung sich upgraden. Das klappt auf keinen Fall. Riesenrüstung. Nix für uns. Gucken, dass wir unser Langschwert vielleicht verstärken können. Bei ihm nicht anscheinend. Wohl doch, uns fehlen grüne Scherben. Na, dann kaufen wir doch mal welche. Yes, Zauberlangschwert. Auf Level 5. Und damit haben wir das Limit erreicht und brauchen, glaube ich, jetzt, um das weiter aufzupowern, eine Glut. Ein Item, das man den Schmieden bringt und die können dann quasi daraus neue Verstärkungen, neue Verzauberungen draufknallen. Braucht man auf jeden Fall, um Progress zu machen. Aber stellt euch mal vor, jetzt quasi, ne? Die ganzen Bosse oder so. Ohne eine verbesserte oder verzauberte Waffe. Auf kurz oder lang gar keinen Schaden mehr. Da. Aber im Endeffekt war er gar nicht so schwer. Ich muss jetzt ja heute noch mal aufpassen. Ich kann mich ganz gewöhnlich da rauslocken auf die Brücke. In gefühlt 80% der Fälle fällt er da runter. Pinocchios hier unterwegs in Dark Souls, Leute. Richtige Pinocchios. Ja. Na gut. So viel dazu. Der Riesenschmied ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Charakter, den wir noch öfter aufsuchen werden. Obwohl ich glaube, wir nicht unbedingt, weil wir haben, wie gesagt, den Zauberschmied in Neulondo. Ich glaube, der ist wichtiger, aber ich... mir halt dann nicht so ganz sicher, wie das halt mit der Rüstung aussieht, wenn wir dann später mal benutzen werden. FIFA ist jetzt eine Hüte, Junge. Punkt. Dank für dein Prime-Abo, Brudi. Nice, Mann. Moin, Meister. Moin. Welcome. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für den Support, Brudi. Das ist auf jeden Fall mal ein Applaus wert. Oh shit. Oh shit. Ich hab mich wirklich durch das Geländer erwischt. So, wieder in den Nahkampf locken. Ja, Leute, vielen Dank. Dicker Applaus für Chief, ihre dem ihre gebührt. Ich würde hier untergehen, muss man noch dazu sagen, ne? Bis heute, glaube ich, bisher nur 2 Tode. Das geht. Ne? Ohne euch wären es 10.
Seht ihr das? Du fühlst, wie der schwarze Augapfel erbebt. Das heißt, hier ist die Stelle, wo wir unseren schwarzen Augapfel einsetzen sollten. Oh, 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 oh. Ich wollte eigentlich einen Sturzangriff machen auf den Riesen. Das Timing haben wir jetzt leider verpasst. Miese. Ich gehe mal kurz gucken, was hier auf diesem Balkon gewesen ist. Ich glaube, hier droppen wir uns nur runter zum Riesen, aber hier ist bestimmt noch irgendwo ein Item. Das lassen wir hier lang. Ja, da ist noch ein Item. Nice. Drachentöter Großbogen und ein Großfall. Nice to have. Very nice to have. Im New Game Plus können wir vielleicht ein paar Punkte drumherum ausgeben. Da können wir halt genauso Sachen halt benutzen. Ein bisschen Stärke ausgeben, vielleicht ein bisschen Geschicklichkeit. Rekord, sagst du, Chief? Mit meinem Death Counter. Ich schwöre euch, Leute, nächstes Dark Souls, also sobald wir das hier durch haben, werde ich auf jeden Fall noch zwei durchballern. Mit euch, sobald ihr sofern ihr da Bock drauf habt. Da wird ein Death Counter reinkommen. Von Anfang bis Ende. Wollte ich eigentlich jetzt schon drin haben, aber ich dachte mir jetzt zu spät, ne? Wir haben schon 100 Tode aufbekommen. Das ist nur 200. So, jetzt wäre es gut, dass wir die Riesen auf jeden Fall wegknallen. Dafür gibt es einen schönen Weg, runterlassen zu kommen. Und dann den Sturzangriff zu machen. Ich habe wieder mit dem Timing nicht gemacht. Kein Estus, deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück zum Feuer. Hol mir neue Esti und dann kümmern wir uns zuerst um die Riesen. Das Tor aufzumachen, den Shortcut damit freizuschalten. Und dann geht's zu Ornstein und Smaug. Ich bin zuversichtlich, denn sobald wir eine Menschlichkeit kriegen, was hoffentlich bald der Fall sein wird, dann können wir unseren guten Freund zurückbringen. Glaub mir, den werden wir brauchen. Den werden wir brauchen, Chief. Den werden wir brauchen. Oh. Mann! Ich lauf direkt zurück jetzt. Das ist. Ich muss da No-Hit durch. Um überhaupt die Jungs zu machen. Das ist so ein bisschen utopisch. Zwei Menschlichkeiten jetzt noch kriegen. Wenn da keine liegt, was ich auch bezweifle, ich glaube nämlich, da ist keine. Und damit habe ich es mir jetzt eh verspielt, ne? Das kann ich jetzt vergessen, dass ich eine kriege jetzt vom Spiel, nach dem Motto, wenig tun. Aber gut. Vielleicht finden wir doch eine Doppelmenschlichkeit irgendwo. In der Kathedrale. Könnte doch sein. Hier gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ja. So, erstmal nicht denselben Fehler machen mit dem Kollegen. Scheiße, ne? Eben von meinem schönen 2 Dev. Gott, hier absprechen. Jetzt aber. Doch, ich hatte mehr Chief, aber das ist ein neues Leuchtfeuer. Und um 10 SD zu kriegen von dem Feuer, musst du das erstmal entfachen. Dafür musst du erstmal Mensch sein und das dann nochmal mit einer Menschlichkeit entfachen. Also zwei Menschlichkeiten. Und ja, habe ich eben schon mich selber ein bisschen für gerügt. War doch ein bisschen zu unvorsichtig mit den Menschlichkeiten, die wir bisher hatten. Hätten wir uns doch ein bisschen aufspannen sollen.
war doch klar, dass wir gerade so am Anfang des Playthroughs, wo noch nicht so wirklich der Skill so mehr oder weniger sich eingespielt hat, dass wir da einfach sterben. Den Scheiß halt immer wieder verlieren und verlieren und verlieren und verlieren. Genau so war's. Dumm. Aber gut. Das macht uns zum Menschen. Das gibt uns unsere Menschlichkeit. Hashtag Menschlichkeit. Humanity. Aber hast du auch verpasst, Chief? Ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe mir die Freiheit genommen und hier ein bisschen die Silberritter vor dem Stream gefarmt. Und mit 30.000 Seelen haben wir begonnen. Jetzt sind wir insgesamt Soul Level 44 schon. Also wir sind 4 Soul Level gestiegen. Das mag nicht nach viel klingen, aber glaub mir, es ist schon ein kleiner Vorteil. Ja, den Kollegen hast du auch schon gesehen, oder? Den skippe ich erstmal. Jetzt erstmal gucken, dass wir die Riesen hier wegballern. Der eine wird hier direkt angelockt, sobald wir hier an die Klippe kommen, glaube ich, ne? Ja. Na komm. Ah, das geht nicht so weit, ne? Das ist so blöd. Okay, jetzt kommt der da. Oh shit. Nein, zu früh! Scheiße. Ich wollte den Jump-Angriff auf ihn machen. Vor allem haben wir jetzt auch noch diesen Silberritter oben mit dem Großpfeil, der auf uns schießt. Den hätten wir zuerst wegmachen sollen. Kein großer Shortcut werden wir nicht wirklich brauchen, aber das tust schon mal auf. Na gut. Wir könnten jetzt hier in der Ecke gucken, dass wir den großen Riesen wegmachen. Ich glaube, mit Schild ist besser. Safety first. Ja, einen Angriff können wir blocken ohne Schaden, das ist gut. Yes. Er ist da weg. 3000 Seelen. Das ist makelig. Da fühle ich mich fast schon versucht, hier eigentlich alle Riesen mitzunehmen. Obwohl ich glaube, die draußen, die geben nicht so viele wie da drin. Hier, die sind ein bisschen größer. Ja, ne, Chief? Da kommen Flashbacks auf. So, wir locken den Riesen am besten wieder hier in die Ecke, dass uns der den Großbogenschütze oben nicht erreichen kann. Er wird zurück, wie man sieht. Er ist außerhalb seines Aktionsradiuses. Oh, oh. Jetzt hat er sich geheilt. Ein kleines Problem. Na gut. Mit den Seelen gehen wir eh nochmal zurück. Also wir werden diese Passage eh nochmal machen. Das wird nochmal ein Level up. Wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal die 2 SD extra. Und dann versuchen wir erstmal hier Lord Shrek zu killen.
das wird eine ganz coole Passage, weil da müssen wir... Das ist quasi das Tutorial, um die roten Augäpfel zu benutzen, um Spieler zu melden. Und falls ihr euch erinnert, Lord Shrek hat unsere Feuerhüterin getötet. Seitdem können wir im Feuerbandschrein nicht mehr das Feuer benutzen. Und jetzt holen wir uns seinen Kopf. Das ist ein recht schwieriger Fight, weil der hat zwei NPCs dabei. Das heißt dann insgesamt drei Gegner. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon direkt probieren sollen oder ob wir erstmal zum Feuer zurück sollen, Leute. Lieber feige sein, sagt ihr? Warte, den Ritter nehmen wir auch noch mit hier oben. War hier nicht noch einer? Ja. Okay. Naja. Safety first. Vor allem auch das Soul-Level will ich mir holen. 15 Toten Seelen ist ja doch, falls ihr euch erinnert, mit dem Vergeben der Eide. Da haben wir ein bisschen gestruggelt. Jetzt hier in Anor Londo, da kommen die Seelen schon ein bisschen lecker. Ich könnte auch einen Heimatknochen benutzen, aber ich glaube, wir haben nur noch zwei. Ich will jetzt nicht unnötig einsetzen, weil... Obwohl, wäre doch eigentlich okay, weil wir kommen spätestens nach Hornstein und Smaug. Kriegen wir das... Ich spoiler nicht wieder. Sei ruhig. Sei ruhig nach. Nasen. So, Intelligenz. Können wir wieder ein bisschen weiter auf Intelligenz knallen. Condi sollte erstmal ausreichen. Schade, dass wir noch nicht die schnelle Rolle haben. Dafür müssten wir noch ein bisschen Gewicht loswerden. Oh, was mache ich? So, jetzt gehen wir zu Lord Shrek. Dass wir das schaffen. Nicht schwierig, nicht einfach, sag ich euch. Nasenfüß. Genau so. So ein kleiner Running Gag, so immer gerne auf den Ami-Twitch-Channels zwischendurch unterwegs. Dann heißt es immer Nasenfüß. Nasenfüß. Total gut. Komm, verschwende nicht unsere Zeit. Noch ein Kehlchen. Zack. Man sieht, da kommt eine gewisse Routine rein, ne? Das ist erbauend, das ist halt das Motivierende an Dark Souls. Ich meine, man stirbt halt häufig, aber irgendwann merkt man so, oh shit. Langsam kann es. Und trotzdem, ne, dann stirbst du so und denkst dir, ja komm jetzt schnell wieder dahin. Und dann killt dich so der billigste Lauchgegner. Zwei Hiebe mit der Fackel so in dein Gesicht, weißt du, weg bist du. Alter, das ist auch wiederum typisch Dark Souls. Hey. Diese Unvorsicht, die, da rollen die Köpfe. Kriege ich das von hier aus hin? Oh, ja, perfekt. Der kann uns nicht treffen. So viel dazu. So viel dazu. So, den Estus nehme ich mir. Och nö, jetzt habe ich den schon getriggert. Erstmal den Augapfel aussuchen. Wo ist der? Da, Auge des Todes, glaube ich, ne? Ne, schwarzer Augapfel. Haben wir noch gar nicht durchgelesen. Mystische, bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders, der Feuerhüterin ein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anor Londo, die Götterstadt. Also damit halt auch der Hinweis, wo wir halt hin müssen, um das zu holen. Echt kryptisch, aber reicht ja. So, ich hoffe, wir schaffen das jetzt, das einzusetzen, bevor der Kollege da vorne bei uns angekommen ist. Okay, falscher Button.
Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich habe auf Nein gedrückt. Hier oben sind wir safe. Na, die Seelenfalle bewahre ich mir besser auf für Lord Shrek. Seine NPC-Homies. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. So. Ich wünsche mir Glück, Leute, auf ein neues. Okay. Ich glaube, es hat. Ja. Ein bisschen geduld. Oh shit. So, unsere erste. Lord Shrek, die Welt des schuldigen Lord Shrek. Schaut euch das an. Er hat einen Kleriker bei sich. Und einen Speerkämpfer. Und er selber natürlich. Es reicht, dass wir Lord Shrek töten. So funktioniert das hier. Man kann auch Multiplayer spielen, im Prinzip, dass man ein Rufsymbol auf dem Boden hinterlässt und dann kann man selber beschworen werden. Sobald aber eine Invasion kommt, also so wie wir jetzt quasi seine Welt angreifen, reicht es nur, den Host der Welt zu töten. Das ist in dem Sinne jetzt Lord Shrek, wie ihr seht, weil er halt keine Hülle ist, kein Schatten. Und damit haben wir dann quasi gewonnen. Damit ist dann die Invasion erfolgreich und wir kriegen die Seelen des Typen, den wir quasi wegmachen. Deswegen, ich versuche jetzt am besten direkt einen schweren Seelenfall auf Lord Shrek zu knallen. Erfolg. Okay, wir haben aber auch einen schweren Seelenfall kassiert dafür. Like a moth flittering towards a flame. You fellow, no? Don't you agree? Das war ein bisschen schwierig. Shit, Leute, shit. Aber kein großer Verlust. Die Seelen können wir jederzeit zurückholen an der Stelle. Und wir wissen wie, ne? Der erste Seelenfall. Das waren zwar schon ein bisschen lucky Seelenfeile von uns, aber kriegen wir hin. Vielleicht mache ich es komplett mit Seelenfall. 3 Stück reichen, ist er weg. Der Pet ist weg. Ah. Mann, nee, das ist. Ja, ja, die Kugel habe ich noch, den Augapfel, den schwarzen. Das wär's ja jetzt. Nur so ein Versuch. Wie ich mich hier einfach so unnötig durch diese Schlüsselteilung wieder hinten lasse.
Ich werde doch nochmal zum Lagerfeuer zurück müssen. Ich will da nicht nur mit zwei Essen wieder reingehen, das war zu knapp. Später halt die Items, die wir uns vorher nicht kaufen können. Kostet ja 5000. Wenn wir hier aus Anor Londo zurückkehren, dann ist das so mehr oder weniger Peanuts. Dann können wir uns das easy leisten. Aber halt vorher war das mehr oder weniger zu wertvoll, weil wir halt lieber Seelenaufstiege hätten holen können davon. Was wir ja auch gemacht haben. So. Auf ein neues. Diesmal ohne Hit. Nee, nee. Das ist halt, wenn ich mal links laufe. Ich bin direkt dann außer roter. Wie gesagt, den einen Estus erlauben wir uns. Ich glaube auch der letzte jetzt sein, bis wir zu Lord Shrek kommen. Safe Call. Ne, das meine ich, dieser Winkel ist manchmal so random. Mann, ein Hit noch. Mein Item. Der Silberritterspeer. Geil. Hat sich doch gelohnt. Wo ist er? Der Silberritter von Anor Londo bewachen die Stadt mit dieser eleganten, schlanken Waffe. Der Speer kann mit beiden Händen unter Einsatz des eigenen Körpergewichts gezielt gestoßen oder in einem weiten Bewegung geschwungen werden. Skaliert mit C auf Geschicklichkeit, also... ordentliche Waffe mit 163 Grundschaden. Kann man benutzen. Kann man definitiv benutzen. Solo-Track. Ich bin voller Rage auf den Bro. Wie konnte er nur unsere Feuerhüterin töten? Das muss gesühnt werden. Ja, der Pfeil von ihm hat getroffen, weil der Seelenpfeil ihn getroffen hat. Ich hatte mein Schild oben. Warum jetzt dieser Hit? Man. Na egal. Drei Estus. Reicht. Die Seelenfalle kriegen wir rein. Wenn der uns jetzt gehittet, dann wäre ich richtig geraged, Mann. Dann hätte es einen Controllerwurf gegeben. Alter. So. Auf ein neues. Machen wir das am besten. Vielleicht hole ich erstmal den Magier auch weg, einfach. Das wäre schon eine Erleichterung. Weil den können wir auf jeden Fall schon mal direkt safe anvisieren von hier aus. Let's go. Weichen auch. Was wollte der gerade nicht? Was war das denn jetzt? So, wieder auf Lordtrack. Eins.
2. Okay, wir werden mehr brauchen als 3. Aber das war schon mal sehr gut. Ich will den Mage doch noch ausschalten. Wenn der mal anvisieren würde, wie ich wollen würde. Mein Gott. Und jetzt roll ich hier wieder rein wegen diesem Blöden. Alter. Scheiße, wo ist Lord Track? Da. Nur noch ein. So knapp waren wir davor. Ich weiß auch nicht, ob es echt besser wäre, halt vielleicht doch den Lanzentypen erstmal wegzumachen oder den Magier. Stück für Stück, alle nacheinander. Doch lieber im Nahkampf. Ne, ich meine, wir hatten Nordtrek jetzt auf Hälfte. Da hätten wir schon im Nahkampf den eigentlich finishen können, denke ich. Wäre vielleicht besser gewesen. Soul Level 46 schon, London. Ich glaube, das ist ein bisschen gut dabei schon, wa? Normalerweise an dem Zeitpunkt. So, die Speedrunner, die sind hier mit Soul Level 1. Alter, diese Säule. Studenten hier am Start, der mir das erklären kann gerade. Oder Psychologen noch besser. Cool. Der. Ich mir schon wieder meinen Scheiß hier. Erst ist mir geklaut. Kein Problem. Can have some more. Do 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 do. Do 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 do. Warum war das dann drin? War doch voll drauf. Der hat sich kein Stück bewegt. Dann halt auf die gute alte Art und Weise. So. Jetzt du bist. Ach so,
Ich merke gerade, egal wie viele Estus wir vorher haben, wir kommen hier immer mit zwei rein. So, ich denke, es ist schlauer, erstmal Lordshrek anzugreifen direkt. Weil. Nahkampf, Nahkampf, Leute, Nahkampf, Nahkampf. Nahkampf. Schön Stück für Stück. Mann, ich hab doch gerollt. Ah, so ein schlechtes Timing mit dem Seelenfall. Wir müssen echt gucken, dass wir dem Typen mit den Seelenfallen komplett ausweichen. Oder wisst ihr was? Versuchen wir erstmal Bornstein uns zu machen. Können wir auch jetzt machen. 5 Estus. Obwohl ohne Menschlichkeit, dann haben wir kein Solaire dabei oder so. Das ist schon. Ich hätte schon gerne einen NPC dabei. Und ich denke, für den Tod von Nordshrek kriegen wir eine Menschlichkeit. Fragen über Fragen. Just do it. Just do it! Der Boy. Der Boy. Killer on the road. And he's been swarming like a toad. Mhm. Ich bin zuversichtlich. Ich fühle mich gerade, als wäre ich digitiert. Als hätte ich eine Entwicklung durchgemacht. Ja, ja, ich weiß. Ich habe keine Menschlichkeit, Aleph. Bro, willkommen erstmal. Ich habe keine Menschlichkeit. Es wäre vielleicht nicht dumm, irgendwie bei einem Händler sich jetzt was zu kaufen, aber hier ist ja keiner in der Nähe. Oder? Der Riese verkauft keine Menschlichkeit, ne? Oder doch? Dass du kommst, Bro. Gut, dass du kommst. Ich mache aber leider immer wieder denselben Fehler. Gerade an der Stelle. Aber egal. Kommen wir bei Lordshrek eh nur mit 2 Estus rein. Auf jeden Fall 10 Estus. Alleine immer hier anzukommen und nur 4 zu haben, das ist auch schon. Too bad. Ich darf mich echt nicht immer wieder auf dieselben Fehler einlassen. Auch jetzt dieser Fight, Mann. Auf die Seelenpfeile aufpassen. Der Lanzenträger ist echt kein Problem eigentlich. Der ist zu langsam, dass der uns. Sobald Lordshrek bei uns ist, müssen wir eh ausweichen. Ein Hit rein.
Das Wichtige ist, immer hinter einer Säule stehen, um dem Seelenfallen auszuweichen. Oh, vielleicht komme ich von hinten an. Ich glaube nicht, oder? So, here we go again. How many times will the land rush to sword? Der schießt halt da drüber. Let's get it over. Direkt bin ich verwundbar, um selber zu zählen, zu wissen. Der Seelenfall. Auf seinen Angriff war das geklappt bestimmt, aber nicht auf den Seelenfall. Shit. Mann. Aber besser mit Nahkampf, als da selber versuchen, die Seelenpfeile reinzuhauen. Komischerweise der erste Versuch, ne? Da habe ich 2 Seelenpfeile reinbekommen. Den zweiten ja auch. 3 sogar. Ohne selber was zu kassieren. Das ist so ein RNG, ob der Typ jetzt schießt oder auch natürlich, ob ich jetzt da gut stehe. Dieses Mal hat der mich hier wieder gefühlt perfekt abgeballert. Mann. Man! Jetzt aber! Guck mal auf diesen Weg hier immer. Naja, aber wenigstens immer wieder die Seelen, ne? Alle 3 Versuche ein Soul-Level hoch. Immerhin das. Wir könnten noch zum Riesen gehen und uns kleine Scherben kaufen, aber ja, brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir brauchen die grünen Scherben. ...4000 pro Stück, dann können wir wieder 2, damit könnten wir unser Langsam wieder eine Stufe aufbauen. Gar nicht mal gut. Und wieder den Hit kassieren. Zum Riesen. Langschwert eine Stufe hoch machen. Lohnt sich. Kling, klong. Wollte der gerade 9600? Wir haben 9600, ne? Hey. Was war das für eine Summe? Müssten wir
hier drauf zahlen oder was? Ach nee, wir können ja gar nicht mehr. Ach Mann, weil wir die Glut nicht haben. Ich trottel. Stufe 5 ist es vom Max für uns. Optimus Maximus. Okay, Lord Shrek. Ich glaube aber, ich gebe dem ersten Zauberer doch erstmal einen Seelenfall rein. Oder vielleicht noch dem Speerträger. Weil der wird dann auch die hier zwischendurch kassieren, die wir auf Lord Shrek drauf knallen. Okay. Zeitverschwendung. 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 Jetzt schon gestresst. Jetzt aber. Konzentration. Ein Seelenfall auf den Sperrboy. Gucken, dass wir den Sperrboy mit Lord Shrek vielleicht zusammen hitten. Was keine Priorität ist. Erstmal Lord Shrek auf jeden Fall wegmachen, aber. Na gut. Ich versuche mal zwei zu knallen. Direkt eins. Okay. Okay, ganz außer Plan. Wir greifen den Typen an. Nee, man drückt sie. Rüstung in Gefahr. Toll, jetzt auch das noch. Aber das hat kein Problem. Den einen Estus werde ich mir gönnen müssen, auf jeden Fall. Lord Shrek hat mich getroffen, ich war gestaggert, der Seelenfall hat mich getroffen und Lord Shrek direkt seine zweite Combo draufgeknallt. Das war mein Ende. Der kleine Fehler da, ne? Ein bisschen zu gierig. Aber wir kennen ungefähr den Weg. Ne, der zweite Angriff von uns staggert Lord Shrek. Da müssen wir gucken, dass wir ihn in die Combo verwickeln. Am besten, dass er seinen zweiten Angriff raushaut, dann machen wir unseren ersten. Und danach können wir eine Zweierkombo landen. Und das quasi zweimal. Wenn nicht dreimal. Haltbarkeit, ja genau, gut, dass du es nochmal sagst. Ich muss jetzt meine Rüstung noch kurz reparieren. Haltbarkeit. Durch die ganzen Todes. So. Den Sack.
Schön, dass wir dem noch treu bleiben. Eigentlich unnötig. Können wir uns eigentlich mal den Zauberhut aufsetzen, oder was meint ihr? Waffe reparieren ist, glaube ich, noch nicht nötig, ne? Aber können wir trotzdem mal machen. Zaubererhut. Wir haben eh die langsame Rolle. Könnten wir auch Havels Helm eigentlich anziehen hier. Ist auch dasselbe. Das Havels Helm anziehen. Worauf stackt er nochmal? Auf Stärke wahrscheinlich, ne? Das ist bei Rüstung gar nicht, ne? So, Havels Helm. Damit halten wir schon mal 3 Hits mehr aus, glaube ich. Wie gesagt, das Ding ist aus purem Stein, ne? Stirnackenkommando. Schön, danke Afro für den Clip. Wahrscheinlich wieder mein Rage-Moment, wa? Es gebührt sich. Einmal im Jahr. Ja, war auch nervig, ne? Man weiß auch direkt, woran es lag. Ich wusste sofort, woran es lag, wo der Fehler jetzt lag. Shit. Dazu dieser Steinhelm. Ist halt scheißegal, ne? Solange wir die Rolle noch haben, die mittlere. Solange wir den Schild anhaben, wird sowieso mittlere Rolle am Start sein. Und wir brauchen den Schuh. Auch bei Ornstein gleich. Puh. Ist auch ein Boss. Der chase dich mit einem Speer, macht so einen fetten, weiten Angriff. Den ersten kannst du blocken, danach bist du außer Ausdauer. Ne? Aber das reicht schon, der erste. Mir fehlt noch das Timing zur perfekten Rolle, zur perfekten Zeit. Komm, 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 komm. Das ist der Run, das ist der Try. Mach's wie eben. Einen Seelenspeer auf den Bro. Direkt hinterher noch einen. Vielleicht treffe ich ja noch einen von denen. Dabei. Eins und. Shit. Ich hätte den Magier früher anvisieren sollen. Da macht der einen Backstep. Und da trifft mich das Seelenfalsch. Weil er diese Kurve geflogen ist. So, eins und zwei. Was? Ich hab keine Ausdauer mehr. So, einen Hit reinmachen. Eins. Und jetzt können wir zwei reinmachen. Eins und zwei. Jetzt hat der Sperrkern bei uns erwischt, leider. Aber alles gut. Wir haben noch Estus. Wir haben noch Luft.
Ja, ja, das war genau dieser Abstand mit den Säulen. Die stand genau richtig und ich bin da genau richtig durchgelaufen. Und die Seelenpfeile, die machen halt diese Kurven, ne? Du schießt den ab und ab da an hat er so ein bisschen diese verfolgende Wirkung. Das hat mich zweimal jetzt wieder getroffen und das darf nicht passieren. Wir dürfen uns einfach nicht vom Seelenfall treffen lassen. Dann ist gut. Im Notfall könnte ich ihn noch blocken mit dem Wappenschild. Das Wappenschild ist gut gegen mich. So, dann. Ja, ich weiß nicht. Ob das einfach schlauer wäre, vielleicht. Ich denke, das war schon ganz gut. Die Launchpad-Kombo, die funktioniert. Eine 3 mit dem Leichen am besten. Und ab da an kann sich ein 2-Kombo geben auf den, sobald er nicht beschossen wird von den anderen 2. Vielleicht die schnellere Rolle besser wird. Beim Blocken tun wir in dem Fight ja nicht wirklich was, ne? Schild ausziehen und schnelle Rolle haben. Ich habe leider nicht genug Menschlichkeit, Fox Hounsel, um das Feuer zu entfachen. Deswegen will ich erstmal Lordshrek wegmachen, weil ich glaube, der droppt eine Menschlichkeit, wenn man den besiegt. Ne? Plus halt natürlich die Feuerhüter Seele. Ich bin mir nicht sicher, aber ich will auf jeden Fall erstmal Lordshrek wegmachen. Aber mir fehlt, wie gesagt, die Menschlichkeit, um jetzt das Feuer zu entfachen und die Zählen Estus zu machen. Aber unabhängig davon, wenn wir die Welt von Lordshrek invaden, wir haben nur 2 Estus. Immer. Machbar, das ist easy machbar. Ne, ich muss einfach nur gucken, nicht von den anderen 2 NPCs nicht groß erwischen zu lassen. So. Auf ein neues. Was bleibt uns anders übrig? Wenn ich die nicht kriege, dann kriege ich Ornstein und Small auch nicht. Ist einfach so. Believe. Ich mache erstmal wieder den Seelenfall auf den Kleriker. Ne, warte. So, auf Lordshrek im ersten. Mich gehittet leider und ich habe viel zu spät reagiert jetzt, um auszuweichen selber. Dieser Fight ist so ein... Okay, erster Estus geht dahin. Das ist das Problem, ich treffe die, aber die können dann trotzdem ihre Angriffe durchziehen. Shit. Ich darf mich auf die Geister gar nicht konzentrieren. Ich muss auf jeden Fall nur Lordshrek wegmachen, so schnell es geht.
dass ich den vielleicht doch... Ja, Seelenfall nicht. Seelenfall ist Bullshit an der Stelle. So ein Feuerball weg. Pyromantie. Der würde halt dann Range-Schaden machen. Der würde alle treffen, aber auch nur bedingt. Ich könnte das mit dem Hochpollen probieren, Chief, ja. Keine Ahnung. Ich kann natürlich versuchen, die einfach auch durchs Weglaufen zu trennen erstmal, ja. Wäre vielleicht auch eine Idee wert, ja. Ja, aber andererseits habe ich dann auch weniger Platz zu kämpfen. Das wäre schon gut, die irgendwie getrennt voneinander zu behandeln, ne? Deswegen, die freie Fläche ist ganz nett, aber die machen das halt ganz gut zusammen, ne? Der Lord Shrek und der Sperrkämpfer, die chasen dich sowieso nur die ganze Zeit, aber der andere Typ, der schießt halt die ganze Zeit, ne? Das ist... Ich weiß auch nicht, ob man vielleicht die Seelenfalle auch rausziehen kann. Ob der irgendwann mal out of Seelenfalle ist, weißt du? Könnte ja auch sein, dass er dann irgendwann nur noch in den Nahkampf kommt. Aber auch wenn. Solange. Bis dahin haben wir den im Prinzip weggesäbelt, wenn wir das richtig anstellen. Ein bisschen mehr Damage wäre nice an der Stelle eigentlich. So, ein Backstep würde dem auf jeden Fall die Hälfte seines Balkens wegziehen von uns. Aber wir kommen halt nicht dazu. Wir kommen halt nicht dazu, ne? Weil der Typ dann kommt oder der Magier-Typ. Und wieder haben wir das Item liegen lassen. Ne? Was sagt ihr? Ich denke, wir machen es wie vorher. Ich versuche einen Seelenfall auf Lord Shrek zu knallen, so wie ganz am Anfang. Hat ja auch funktioniert. Okay. Ich hab mich immer von diesem ersten Seelenfall treffen lassen. Ich dachte jetzt gerade auch, dass ich in der Säule stehe. Aber nein, habe ich nicht. Ne, da muss wirklich... Ich muss den ersten Angriff triggern. Auf egal, auf wen von denen. Und danach muss ich nur gucken, dass ich mich erstmal zurückziehe. Die ersten Seelenfalle. Zu dodgen. Und danach ist ja wahrscheinlich Lord Shrek ein bisschen näher dran an mir als die anderen. Guck mal, jetzt zum Beispiel zaubert der nicht mehr, ne? Jetzt will er kämpfen. Jetzt wäre das gar nicht mal so dumm, den zu töten. Ich glaube, so werden wir es machen. Wir werden gucken, dass wir nach und nach die Jungs töten. Also immer den, der am nächsten dann an uns dran ist. Um den Kleriker zu töten, das wäre schon eine große Hilfe. Jetzt, zum Beispiel sehe ich nicht, wo der genau steht. Jetzt links steht oder rechts steht. Ist ein bisschen lucky dann... Die Säulen herumzulaufen. Ein Hit noch, dann ist er weg. Shit, und dann ist dieser Hit daneben. Aber wenigstens kein kassiert. Schaffen wir, schaffen wir.
ruhig Blut. Ah, das war schmerzhaft. Das war schmerzhaft. Der Speerträger. So, Lordship kriegen wir. Jetzt kriegen wir das hin. Schön Zauber rausholen. Schön weit weglaufen. Na, obwohl, das könnte zu risky sein. Da backsteppt er mich. Geil. Nicht schlecht. Große Maul wird sofort bestraft. Jedes Mal. Ne? Immer, Leute. Ich kündige an, jo, easy. Und sofort gibt's den Insta-Death. Und auch noch auf so eine peinliche Art und Weise. Nicht aufgepasst, der hat uns tatsächlich gebacksteppt. Passiert. Wir wissen jetzt wie. Wir machen den Kleriker wieder als erstes weg. Dodgen auf jeden Fall allem, was geht. Gerade am Anfang. Und dann machen wir Stück für Stück Lord Shrek weg. Der Lanzenmann ist zu langsam, dass der uns da irgendwie in die Quere kommt, denke ich. Wenn wir das kite-mäßig durchziehen. Ich glaube, wir haben wieder ein Soul-Level auf. Wenn wir den Typen jetzt noch mitnehmen hier. Das werde ich ausprobieren. Wieder ein bisschen mehr Schaden dann auf unser Schwert und auf unseren Zauber. Leute, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Danke, Afro. Möge es in die Geschichtsbücher eingehen. Das kann sein, ne, dass ich auf jeden Fall immer so eine gewisse Distanz zu ihm einnehmen muss, damit er dann Nahkampf engaged. Aber auch wenn er es nicht tut, ich muss kurz davor nur auf ihn zurollen und dann gebe ich ihm zwei Angriffe. Und dann ist schon die Hälfte seines Balkens weg. Ich glaube, so geht das auch. Das sind 300 Seelen. So, Intelligenz 33, sehr guter Wert. Damit können wir weiterarbeiten. Die Seelen sind wir los. Das ist auch gut. So, diesmal. Oh. Ich hatte gehofft, dass der Hit ihn killt. Aufgrund unseres neuen Schadenwertes. Aber so geht's auch. Kuckuck. Ich werde es auf jeden Fall wieder auf den Kleriker absehen. Ich kite ihn ein bisschen ran. Mal gucken, wie die sich verhalten. Ich laufe weg und rolle. Hoffentlich erfolgreich. Dann können wir den Kleriker und dann Lord Shrek. Ich glaube, das ist the way to go. So ging es jetzt bisher am besten.
1. Und 2. Wunderbar. So, Leute, aber natürlich bin ich richtig asozial. Mach eine kleine Pause, bevor wir das jetzt starten. Weil das wird auf jeden Fall unser siegreicher Run sein. Deswegen, ich schirme mich jetzt schon in die Ecke. Auf die Toilette. Hol mir was zu trinken. Und danach sehen wir uns wieder. Bleibt dran. Und bis gleich.
So. Welcome back, Leute. Hallihallo. Meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht weiter. Diesmal schaffen wir es. Ganz, ganz sicher. So, alles wieder nice. Let's go. Oh shit, wartet. Eine Sache muss ich mir noch kurz hier bereit machen. Wunderbar. Und ein neuer Versuch. Mit Lord Shrek. Moin, Chief. Ja, moin. Ich habe einen großen, großen Fehler begangen. Und ich habe keinen Estus vorher genommen. Na gut. Die Karten sind... Die Würfel sind gefallen. Alea Acta Est. Wir werden uns auf den Zauberer konzentrieren. Zwei Hits sind schon mal... Lucky, dass wir da jetzt keinen selber kassiert haben. Nur noch ein. Okay, das kriegen wir hin. Der kommt auch wieder reingechased. Der Magic Boy. Kuckuck. So. Ein Estus werden wir noch übrig haben nach der Action. Das war knapp. Da hätte uns Logic auf jeden Fall hitten können. Komm, Brudi, komm, 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 komm. Und so werden wir es jetzt machen. Hit, roll, hit, roll, hit, roll. Ich könnte auch Parry Move machen, aber nein. Ich könnte nicht. Das ist eine Lüge. Shit, Mann. Komm. Was machst du? Oh, das war dumm. Seht ihr das? Nicht vom Plan abweichen. Hit, roll. Hit, roll. Hit, roll. So. Das war zu spät. Was machst du? Oh, lauf. Oh. So, jetzt kurz die Map überqueren, Estus nehmen. Und das war's mit Lord Shrek. Und hit. Ich danke euch für eure Unterstützung, für eure Gebete. Andenken der Vergeltung. Wir haben da gerade ein paar Sachen bekommen. Und eine Menschlichkeit. 5 Menschlichkeiten! Ne, das war meine Hoffnung, dass wir dann auch die Gelegenheit haben. Oh, weg hier. Ein Ring, die Feuertürenseele. 5 Menschlichkeiten. Andenken der Vergeltung. Das hat sich mehr als gelohnt. Das war lecker. Wir gehen zurück zum Feuer. Wisst ihr was? Und ich hole mir die 10 Estus. Auf jeden Fall das. Wir müssen auch Mensch sein, um Solaire zu beschwören. Ich will auf jeden Fall Solaire dabei haben bei dem Fight. Ich bin froh. Endlich wieder
ein Erfolg nach langem Mühen. The struggle is real. Feuer entfacht, 10 SD am Start. Mensch ist da. Jetzt gucken, dass wir wirklich keinen Hit kassieren auf dem Weg zu Bornstein und Smaug. Smaug. Mega miese Bosse. Das sind halt zwei Bosse auf einmal. Einer ist sehr agil. Und der andere ist eher schwerfällig, aber macht viel Damage. Das Besondere daran ist auch, den ersten von beiden, den man tötet, von dem kriegt man am Ende des Kampfes die Rüstung und die Waffe. Beziehungsweise nur die Waffe. Kann das sein? Ich glaube, die Rüstung und die Waffe. Deswegen ist das eine wohlüberlegte Entscheidung eigentlich. Für uns jetzt nicht, weil wir sind Magier. Uns wird keine von beiden Sachen was bringen. Aber ist doch schwierig. Weil sagen wir mal, es ist an sich einfacher, Ornstein, das ist halt der schnellere, wegzulocken. Um ihn dann alleine irgendwie in der Ecke platt zu machen. Bevor dann der fette Smauser hinterherkommt. Aber andererseits, wenn du halt die Rüstung von Smau haben willst, dann musst du gucken, dass du zuerst den Jungen wegmachst, ne? Aber gebt euch echt mal, das lohnt sich, gebt euch mal so die Pro-Playthroughs von Dark Souls. Puh, was die Jungs da abreißen. Na, auch wie Halef hier meinte auch, der hat Gwyn mit Perry besiegt, so, das sind so diese Playthroughs. Da komme ich halt noch lange nicht dran, Leute, ne, das ist jetzt hier so casual. Just for fun, so, schön, dass ihr da seid, so, lasst uns Spaß haben zusammen, ne, so nach dem Motto. Aber was die Leute mit Souls so zwischendurch so abziehen, das ist unglaublich. Da gibt es einen Run, da hat der Typ sich irgendwie einen Controller aus Bananen gebastelt, kennt ihr das? Hat so Elektroden in so eine Banane rein. Und dann quasi für jeden Button auf dem Controller so eine Banane. Gibt es, Leute. Das ist total verrückt. Community ist wirklich groß mit den Souls Games. Alle Souls Games, auch die für PS. Wie ist es nochmal? Wie heißt es noch? Bloodborne. Hat auch eine große Community. Sehr viele Fans. Konnte leider nicht ausweichen. Aber der Sturzangriff hat einmal funktioniert. So, ich nehme zur Sicherheit einen Estus. Bevor wir sterben, ohne Grund. Oh, das hat... Das war doof. Einen Angriff können wir blocken, auf jeden Fall. Zwei Angriffe schon schwieriger. Invasion von Finstergeist. Och man, warum denn jetzt? Ach. Ey Leute. PvP-Action. Da ist er. Och man. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Was, Brudi? Lass mich. So beschissen jetzt. Damit verlieren wir unsere Menschlichkeit. Also wenn wir jetzt sterben. Was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, weil erstmal der Riese, und ich weiß nicht, ob der mir jetzt freundlich gesinnt ist oder ob er erstmal zuschaut mit dem Fall mit dem Riesen. Verlassen wir uns mal, dass er es tut. Das
So. Ja. Aber so stark ist er gar nicht. Ja, Deutsch. Believe. Er will parryen. Habt ihr gesehen? Der will Parry-Move machen. Aber durch Ping wird er das nicht schaffen. Doch, er hat's geschafft! Nein! Ja. So ist das. Das meinte ich halt, ne? Ich bin leider nicht mit diesem Level des fetten PvP Dark Souls Gameplays. Und das war jetzt auch wirklich ein schlechter Zeitpunkt, dass uns so ein Typ halt hier heimsuchen konnte. Wir wollen jetzt endlich mal die Bosse legen. Aber trotzdem doch interessant. Weil auch darauf muss ich mich endlich mal. Ja, auf jeden Fall, Chief, ne? Das meinte ich ja. Wenigstens hat er gewartet, bis wir den Riesen weggemacht haben. Aber gut. Es wird noch die Zeit kommen, vor allem wenn wir einen Charakter haben, der mit Ausrüstung und mit Zaubern genug ausgestattet ist. Und dann haben wir eine Chance gegen diese Wichser, ne? Weil, schaut euch an, der Typ kommt mit so einem Eberhelm rein und ist sonst nackt. Mit zwei Dolchen. Ne, keine Ahnung, wahrscheinlich Soul Level 80 im New Game Plus. Vielleicht New Game Plus Plus sogar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht das? Können die New Game Plus Leute die normalen Spieler invaden? Die noch nicht im New Game Plus sind? Weiß ich gar nicht. Vor allem wenn Estus extra bekommt, immerhin das. Ihr merkt schon. Scheiß drauf. Bei wem von euch liegt noch Schnee, Leute? Hat noch einer Schnee im Garten von euch? Bei uns war gestern wieder 15 Grad warm. Unberechenbar. Ich wundere, ich komme extra hier immerhin auf die Seite, damit der uns nicht von oben beballert, während wir versuchen, dann die Riesen wegzumachen. Ich will auf jeden Fall die Riesen wegmachen, bevor ich da in den Fight reingehe, weil es gibt hier verschiedene Rufsymbole. Hier ist zum Beispiel Solaire. Und wenn wir den jetzt beschwören und reingehen in den Bossfight, dann ist er eventuell noch damit beschäftigt, hier draußen gegen die Riesen zu kämpfen. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, erstmal die Riesen wegzumachen. Falle, Falle. Fall runter, Bro. Wäre schön, wenn er die 100 Damage kriegen würde. Nur kein Damage, okay. Egal. Früh wieder. Aber wenigstens kein Hit abbekommen, alles gut. Lass uns zurückziehen, dass wir wieder erstmal nur den einen Weg machen. Oh ja, und die Seelen. Das wäre auch von Vorteil. Einen nicht losgeworden. Warum nicht? Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Der da geht zurück. Okay, das ist der Richtige. Nein.
2. Ja, der ist schon Hälfte. Unser Schild ist gut gegen Magie, also kein Problem bei der Attack. Oh, zu früh das Schild fallen gelassen. Jetzt ist kritisch, jetzt ist kritisch. Er heilt sich! Verdammt! Ja, das war dumm von mir. Aber wieder? Gelernt. 2. Das Schild nichts gebracht. Erstmal heilen. Nein! Falsche Richtung. Ach. Das ist manchmal unberechenbar mit dem Fokus. Dieser Fight ist unnötig. Weil ich keine Ausdauer hatte, konnte ich jetzt den Angriff nicht machen. Dieser Fight war unnötig lang. Ne, den hätte ich viel früher wegpurzeln können. Und das ist genau dasselbe wieder. Unsere ganze Menschlichkeit schmilzt dahin, Mann. Das ist so doof. Weil ich immer so unnötig fehle gegen diese billigen Mimi. Shit! Ja, das sind die Jahre. Die Nagen. Man, jetzt aber. Bornstein und Smoke kriegen den Kopf. Das ist einer meiner leichtesten Übungen. Die Frage ist nur, dahin zu kommen. Job müssen wir, glaube ich, nicht mehr gucken, weil Silberspeer haben wir schon. Silber Ritterschwert haben wir auch schon. Und deswegen, das ist alles, glaube ich, was die droppen können. Bis auf vielleicht Scherben höchstens noch. Ach so. Meinst du, dass ich lieber einen auf schnelle Rolle machen sollte? Ja. Behagt mir auch mehr. Aber ich brauche den Schild. Ich brauche einen Schild. Der Wappenschild ist ja noch der leichte. Mit der Zaubererrüstung.
geht sogar der Sack noch mit. Machen wir so. Die Zauberer-Rüstung hat die Hälfte der physischen Abwehr von der Wanderer-Rüstung. Ungefähr. Bisschen mehr, aber dafür mehr Magieabwehr. Na gut. Schnelle Rolle ist da. Mit Schild. Gute Idee. Danke, Afro. Sehr gute Idee. Damit können wir es auf jeden Fall tryen. Drachentöterpfeile. Guter Job. So, die scheiß Riesen schon wieder. Boah, die müssen wir echt machen, wa? Das geht nicht anders. So, ich glaube, ich gehe erstmal, ohne den da zu cachen, mache ich erstmal den hier. Hol mir erstmal die Seelen zurück. Und den kriegen wir hin. Oh Mann, oh Mann. Ein Griff geblockt, einer geparried. Okay, Stück für Stück. Zwei. Okay. Zu früh, aber trotzdem gut gegangen. Seht ihr? Das meine ich, ne? Eben so ein unnötig langer Fight. Im Prinzip sind die easy. Uwe muss stimmen. Jetzt haben wir wieder 20.000 Seelen, Leute. Ich bin nur ungern in den Fight machen. Danke, danke, Afro. Für diesen ironischen Applaus. Wenn nicht sogar schon sarkastisch. Aber die Rolle macht's. Afro, die Rolle macht's. Wie gesagt, guter Tipp. So. Tja. Die Gier gebietet es uns eigentlich jetzt wieder zum Feuer zu gehen, um die Seelen auszugeben, Leute. Pass auf, Dickwanst. Rufsymbol. Ugo Grigliata. Zwiebelritter. Komm ran, Brudi. Hilf uns. Können wir mehrere mitnehmen? Eigentlich ja. Probieren wir es mit Ugo. Der hat schon direkt meine Sympathie mit dem Zwiebelritter hier. Ja, praise the sun, Brudi. So, ich würde gerne noch einen mitnehmen. Die Lilly. Es geht! Es geht! Thank you for your service. Können wir noch einen mitnehmen? Ich würde gerne noch Solaire holen. Warte, versuchen wir es mal kurz. Lass mal gucken, ob wir noch Solaire holen können.
Nee, können wir nicht. Okay. Das wäre cool gewesen. Aber mit den zweien sollte das kein Problem sein. Im Prinzip werde ich jetzt einfach nur nichts machen. Einfach nur dodgen und weglaufen. Und gucken, dass die beiden mir den Boss hier wegknallen jetzt. Der dicke ist Smaug, der kleine ist Ornstein. Geil, wa? Das ist ein cooles Intro für das Zeug. Zuerst mal gut geblockt. Das ist schon mal wichtig. Oh, das war wichtiger. Verkackt. Wir haben noch genug. Die beiden kümmern sich um Ornstein. Wie man sieht, sogar sehr effizient. Ich kite so lange Smaug. Shit. So, Ornstein ist weg. Jetzt kommt Phase 2. Der überlebende Boss erntet die Energie des anderen, des Toten, und wird damit quasi ein bisschen stärker. Deswegen, wenn jetzt uns Smaug mit seinem Treppenhammer nur einmal trifft, ohne Deckung, sind wir tot. Das beginnt auch direkt sehr intensiv, indem ich vor ihm stehen. So, ich habe wieder Kite-Modus und die beiden gucken, was die da Damage machen. Weil die beiden können ruhig sterben. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Geil, gut, dass das alles. Siehst du, nichts machen. Guckt euch das an, Leute. Besser könnte das gar nicht laufen. Ist natürlich ein bisschen lame. Ich geb's zu. Tut mir leid. Ich hab das eigentlich auch jetzt als eine kleine größere Herausforderung erwartet. Aber es war doch sehr easy. ...50.000 Seelen. Fabu, ja, aber warum denn schwer, wenn es auch einfach geht? Was geht, Ghost? Ja, klar. Welcome, welcome. Ich geb's zu, es war lame. Ich hätte es vielleicht selber machen sollen, erstmal. Aber hätte ich gefragt, dann hättet ihr gesagt, hey, lieber die Spiele als zur Lehre mitnehmen. Oder? Seid ehrlich. Na gut, damit haben wir auf jeden Fall einen wichtigen Boss hinter uns gebracht. Und jetzt kommen wir zu meinem lange angekündigten Charakter, der, wie gesagt, mit Solaire mitunter der beliebteste Charakter sein sollte in diesem Spiel. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Zumindest die Herren unter uns. Oh, hier haben wir Lord Shreks Rüstung. Lass mal kurz gucken, was es dazu heißt. Wo ist sie? Da. Die Rüstung von Lord Shrek dem Aufgenommenen. Symbol der Liebe der Göttin Fina. Sie ist umschlungen von den Armen der Göttin, als wolle sie den Träger in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Kryptisch, kryptisch. Okay. Keine Ahnung. Ein Feuer. Verdient. Sehr verdient nach diesem sehr schwierigen Bossfight. Die Seelen bewahre ich mir erstmal. Wir haben 75.000 Seelen, Leute, was geht ab? Was geht ab? Hallo? Praise the Sun. Thou hast journeyed far,
and overcome much. Thou hast journeyed far. Come hither, child. Chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father his wound at Obscurith, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Oh, yes. Das Herrschergefäß. Damit können wir uns teleportieren. Von Feuer zu Feuer. Nicht zu jedem Feuer, aber zu den wichtigsten. And beseech thee, succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Erinnert ihr euch? Das meinte ich letztes Mal. Jetzt ist hier so dieses Licht und dieses Gute und ne, Licht ist immer das Gute. Guinevere sagt, wir sollen Gwyn folgen und das Leuchtfeuer entzünden. Und genauso ist es später mit dem Dunkeln. Aber was ist denn jetzt hier das Gute? Das ist, macht euch darüber mal im Playful Gedanken, Leute. Das ist wirklich, glaube ich, die Essenz von Dark Souls. Journeyed far. Diese Philosophie des Was ist denn jetzt gut, was ist denn jetzt böse? Since the day Father his wound it obscureth, I have awaited thee, once living, now undead, and a fitting heir to Father Gwyn thou art. O chosen undead, and beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the a grave and arduous test of metal, yea, it, indeed, we had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustaineth. Without fire, all shall be a frigid and frightful dark. Please, thou shalt seek a Framt, the primordial serpent, shall guide thee. Königssucher Framt. Die Urschlange. Please, thou shalt end it. So viel dazu. Thou shalt go forth, may thou be one with the sunlight forever. So, und ich glaube, bei ihr können wir genau diesen Eid leisten, wo wir die Goldmünzen eintauschen können. Das ist halt dieser Solaire-Eid, der Sonnenlicht-Eid. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt machen werde. Ich würde lieber in den PvP-Eid gehen. Dazu kommen wir gleich im Finsterwurzgarten. Das wird schon dann interessant. Weil, weil später. Seht ihr dann gleich. Okay, cool. So viel dazu. Das ist Guinevere, die Tochter von Gwyn. Sie will, dass wir das Leuchtfeuer entzünden. Wir haben von ihr die Lord Vessel bekommen. Damit können wir uns von Feuer zu Feuer teleportieren. Und das war's mit Anor Londo, meine Freunde. Es gibt hier noch die ein oder anderen Ecken, die wir noch nicht erkundet haben. Aber das spare ich mir auf für eine extra Grind-Session später irgendwann mal. Jetzt können wir von hier aus nach Anor Londo, wo wir gerade, also bei der Verhüterin ganz am Anfang, in die Tiefen, in die Gemeinde der Untoten und den Feuerballschrein. Und Feuerballschrein ist jetzt erstmal der nächste Step. Und wir kaufen jetzt erstmal Menschlichkeit, Leute. Wir brauchen dringend Menschlichkeit. Und vor allem gehen wir unsere Feuerhüterin. Seele haben wir von Gott zurückerlangt. Alte verrät. Seele zurückgeben.
Schlüssel. Thank you. Und sie redet. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Müsste ich noch mal. Riechst du das, Fabo? Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, leave me. I wish not to speak. Die Arme. Was hat sie wohl erlebt, dass sie nicht mit uns reden will? Forgive me. I am impure. I wish not. Wunderbar. Somit haben wir unser Feuer zurück. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Seelen aus. Und wiederum die Frage, wofür, Leute? Ich glaube, Zauberei ist erstmal nicht so sinnvoll, weil das ist nur für Zauberslots. Den dritten haben wir schon. Und wenn wir alles ausgeben würden, würden wir immer noch keinen fünften kriegen. Die Resistenzen sind Bullshit damit, also nee. Intelligenz weiterhin. Auf 35. Oder lieber Kondi. Oder Vitalität. Wäre auch nicht schlecht, um ein bisschen mehr Leben zu haben. Ne? Wäre auch nicht so dumm. Ja komm, Vitalität auf 18. So, Level 50, Leute. Nicht schlecht. Erstmal ab zu Andre. Da holen wir uns jetzt das Atomless-Abzeichen. Und dann gehen wir ins Finsterwurzbeck. Wiederum eine ganz andere Herausforderung. Aber das seht ihr gleich. Noch 200 Seelen hier farmen. Scheiß drauf. Das geilste wäre, wenn wir jetzt da runter gehen und Andre wieder uns feindselig gesehen ist. Aber ne, man hört die schon hämmern. Doch nicht. Alles gut. Alles gut.
Nee, den kriegen wir. Wir dürfen bis zu einer Betraut kommen. Magier easy. Kommt bei der Rumbank und nichts machen. Der im Armor Rondo war, der war ein bisschen schwer. Der hatte mehr Leben auf jeden Fall. Mond-Titanit. Alright. Matentik! Vielen Dank für den Follow, Brudi. Willkommen auf unserem Channel. Willkommen, willkommen. Willkommen im Finsterwurzgarten. Unser neues Areal. Nach einem sehr schweren Ornstein- und Smogfight. Geht's jetzt weiter mit neuen Gegnern, neuen Fallen. Deswegen Augen auf. Kommt jetzt schon mal weiter, beziehungsweise hier geht's lang, aber hier kommen wir später noch mal hin. Schwert mega gut. Zwei Hits und die Büsche sind weg. Sehr, sehr gut. Ne, wie gesagt, wir sind Soul Level 50. Das ist schon ein bisschen OP für das Areal hier, glaube ich. Aber das wird uns gut tun. Desto weniger Tode. Muskelklumpen. Gegen Blutung ist das gut. Mein Item. Hinter dem Felsen versteckt. Große Seele. Hier wieder eine scheinbare Wand und ein Feuer. Mhm. Ein Feuer. Okay. Kann ich es aktivieren oder nicht? Was glaubt ihr? Gerade nicht. Noch ein Gegner am Arsch. Komisch. Wir können uns gerade nicht setzen. Seltsam. Na gut. Und hier ist die Tür, von der ich sprach. Hier brauchen wir das Artorias-Wappen. Und hier kommen wir jetzt zum... Ah, ich komme hier auch nicht durch. Ich habe Verbindungsprobleme, daran liegt das. Aber Stream läuft noch normal, oder was? Leute? Bin ich noch da? Ja? Mein Gamma scheint nicht mehr. Ach, okay. Ah, ich hab keinen Schritt bekommen, dass wir ihn irgendwas hinbekommen haben. Trusty Pearl. Das ist eine Taktik an. Der wird uns vergiften auf jeden Fall. Aber den kriegen wir, den kriegen wir. Keine Ausdauer mehr. Aber wir haben auch Estus. Der hat uns gebackstabbt!
Und wir sind tot! Scheiße! Unterschätzt habe ich ihn. Fuck. Alter, die Rüstung habe ich schon nie gesehen, die der da anhatte. Was war das für eine Rüstung? Gut. Wir machen das besser als letztes Mal. Und zwar, wir bewahren uns unsere Menschlichkeit vor ein bisschen auf. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir invaded wurden, Leute. Und ich wundere mich, hä, wieso kann ich nicht ans Feuer, wieso kann ich nicht durch den Nebel ran? Weil der Typ die ganze Zeit am Start war. Interessant. Run. So. So, das Feuer abziehen. Aktivieren. Komm auch den runter mit der Eiserluftrüstung. Nicht schlecht. So Seelen sind. So ein Level up kriegen wir hin. Kondition, Leute. Kondition. Geil auf Ausdauer. Wollen wir schneller rollen. Hätte uns nicht gekriegt eigentlich, ne? Mit dem Backstab. Ich hab auf jeden Fall mega auf Rolle gehämmert. Aber der war echt ein bisschen schneller als wir. Weil wir keine Ausdauer hatten. Total scheiße. Unnötig. So, das ist der PvP-Wald. Das sind NPCs. Fuck! Fuck! Passage gibt sehr, sehr gut Seelen. Weil jeder von denen gibt so 2000, 3000. Und jeder Fail, solange man wenigstens ein paar Leute mitnimmt, in den Tod, gibt gut Seelen. Gut. Ich glaube, ich mache erstmal den Wagner wieder weg. So wie hier bei Lord Shrek. Ich mich jetzt wieder 10 Mal wegholen lasse von dem einen Typen. Aber deswegen war das Feuer hier auch richtig, ne? Das ist direkt vor der Haustür. Da kann man ruhig ein bisschen sterben. Okay, Bug. Das sieht sich aus. Da hatte ich schon den nächsten getriggert.
Okay, der PvP-Vault ist eine Herausforderung für sich, ne? Normalerweise kann man auch hier schon recht lang gehen und den gemütlichen Weg nehmen. Aber Finsterwoods Garten ist für mich genau hier dieser scheiß Wald. Und wir machen jetzt hier schön erstmal diesen Ritter weg. Sobald der einmal weg ist, spawnt er, glaube ich, nicht mehr wieder. Oh. Genauso wie Lord Shrek eben, eher auf Distanz halten. Oder ich versuche einen Wechsel. Afro. Belief. Du wirst dich noch wundern. Wie der Nasen fühlst. Hier gleich die NPCs wegmachen. Wieso war das kein Backstep jetzt? Wieso war das kein Backstep jetzt? Na endlich, Leute. Oh shit. Auf jeden Fall rein. Okay. Mit dem Wächster aber auf jeden Fall nicht wegschalten. Gucken, dass uns der Zauberer nicht direkt erwischen kann. Die Taktik ist da. Das ist nicht easy, wegzusteppen. Und ist der Magier auch gar nicht mal triggert von uns. Nice. Das war erst der Anfang. Ich hab Angst. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Versuchen die ganzen NPCs hier wegzusnacken. Hier ist der Schurke, der uns eben in den Rücken gestochen hat. Wo bist du? Das ist ein Kleriker. Seht ihr den Boy da hinten? Aber erstmal hier irgendwo der Schurke. Ist der Schurke? Hab ich erschrocken. Okay, kann auch nicht. Okay, wir sehen, dass Delphic da hinten Action angreift. Oh shit. Komm ran, Junge, komm ran.
kein Backstab! Mann! Okay. So. Dann den Bro da vorne noch. Dienen des Kampfesfürsten? Was ist das denn? NPC anscheinend. Oh shit, die haben zwei am Arsch, bis sich anhört. Ja, da kommt der Schurke. Da ist der Schurke, den ich eben gesucht habe. Oh man. Zwei ist scheiße jetzt. Ja, genau, halt dich. Shit. Mann! Nice. Der backt zum Glück rum, wie ihr seht. Ne? Das ist zum Glück hier in der Buggy Muggy jetzt. Sind die hier so gegenüber und keiner bewegt sich. Toll. Oh shit. Der ist da runtergefallen. Nein. Was laberst du? Als würde der da runterfallen. Das ist doch voll blöd. Oh. Der Ritter ist schon mal weg. Der erste Reh war. Oh. Unheil verschwindet nach Sieg über. Oh, okay, wir werden geredet, wie es aussieht. Vom Grabesfürsten. Wo ist der Dude? Schon erstmal unsere Seelen. Die sehe ich da hinten.
kommt wahrscheinlich der große Ritter wieder, dem wir eben zum Opfer gefallen sind. Ich höre Steps hinter uns. Laufen, 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 laufen. So. Ja. Aber wo ist der Grabesfürst? Da ist der Grabesfürst. Der goldene Typ da. Oder? Ist der das? Ach. Nee, das ist der nicht. Zentimeter war zu weit von mir. Sollte dann die Nachricht? Verstehe ich jetzt nicht. Hier? Hier müsste Iron Tacos stehen. Warum steht hier nicht Iron Tacos? Wiederum so eine Sache des Remakes, des Remastered. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorias? My advice true. Forget this. The legend of Artorias art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine a fairy tale. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Das ist der Covenant. I am very glad. Jeder, der diesen Wald hier betritt, das ist dieser PvP-Wald. Du wirst den Covenant beitreten und immer wenn einer reinkommt und als Mensch auch reinkommt, kannst du den Ring anziehen und wirst dann quasi beschworen, um gegen diese Spieler zu kämpfen. And here taketh this ring. If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, fend them off, sir. I beseech you. I shall summon others who will by their thou shalt. Und wir haben es uns einfach gemacht, indem wir quasi nicht menschlich waren. Weil dadurch waren wir dann unantastbar für PvP. Aber in der Regel ist das schon ein ganz geiles Gebiet. Have no doubt. Such wretchedness. Man kann dann jederzeit beschworen werden. Ah, thou dost cometh. My hopes for thee. Thou dost cometh. Do not such a hope shatter with me. Ah, my hope. So. Noch ist es zu früh für den Ring. Wie gesagt, wir sind nicht bereit für PvP. Wir brauchen auch die Ringe, die wir anhaben, erstmal. Auch der Rest der Ausrüstung ist, glaube ich, on point. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the brigade. Let's teach you the clan basics now. As there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules.
me here. Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets to play. That's the way we do it. So ist das. Don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance. For any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old, great to have you with us. Good hunting to you. Nicht schlecht. Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters with patience score the best kills. Hunters with patience score the best kills. Mann! Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Was soll das? Bullshit. Sorry, Leute. Das war jetzt Blödsinn. Kurz nicht aufgepasst. Komm ran. Eigentlich gut für uns. Können wir nochmal... Ach ja, wir sind jetzt der Eid. Die greifen uns jetzt nicht mehr an. Wir gehören jetzt dazu. So war das. Don't worry now. You're hunters. So war das. Und jetzt können wir auch hier den ganzen Wald erstmal absuchen. Und später wäre das auch scheißegal, wenn wir die dann betrügen würden. Und die angreifen würden. Sobald die halt erstmal alles haben, was man hier so im Wald finden kann. Aber schaut euch an, wo die alle sitzen. Hier ist der Faris-Bogenschütze mit dem Faris-Bogen. Die droppt den auch. Ich glaube, hier am Ende sind noch mal ein paar Wurzeln. Hier ist der Gang runter zu Hydra. Und hier müsste noch eigentlich ein Item sein, glaube ich. Oh shit. Oder auch nicht. Dann kommst du zum Add-on-Content auch. Was doch letztes der Harleth meinte, da gibt's dann die Krone von Dusk. Ich weiß gerade nicht, ob es am Ende des Contents ist oder relativ. Auf jeden Fall für Zauberer unabdingbar. So, Vorsicht, 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 ich sterbe jetzt. Das war mehr als knapp. Einer weg. Eins, zwei. Mann!
Muskelklumpen gegen Gift, Muskelklumpen gegen Blut. Nehmen wir alles mit. Alles ist immer wieder gefragt. Früher oder später. Keine Esti mehr. Hier ist die Rüstung. Östliche Rüstung. Warte, nee, runter. Ja. Eine typische Rüstung eines östlichen Landes. Diese kunstvoll gefertigte Rüstung bietet exzellenten Schutz, insbesondere gegen Hiebangriffe. Eine der größten Gefahren in Schlachten im Osten. Hiebangriffe bedeutet. Ja, was bedeutet das? Was sind Hiebangriffe? Du kannst mit einer Axt einen Hiebangriff machen, mit einem Schwert einen Hiebangriff machen, mit einer Peitsche kannst du einen Hiebangriff machen. Also weit ausholen und zuschlagen. Das ist für mich ein Hiebangriff. Warum den Unterschied machen hier? Erstmal den Rest des Waldes erkunden, zurück zum Feuer gehen und dann machen wir die Hydra. Nice. Lila Moosklumpen. Lila Moosklumpen. Gerne. Ich glaube, ich hatte was verpasst. Am Ende. Da war noch irgendwas. Glaube ich. Nee, doch nicht. Okay. Lieber auf Nummer sicher gehen. Da ist die Treppe. Das heißt, wir haben bis hierhin alles. Da leuchtet noch was, ne? Ist das jetzt ein Item oder was ist das denn? Von der Blume. Scheiße. Noch Spanke. Na gut. In dem Sinne. Können wir zum Feuer und zur Hydra. Und die Hydra wiederum wird auch abgefragt, wenn wir das Positioning ein bisschen gut können. Könnte 2-3 Versuche dauern. Mindestens. Was? Was auf Klo?
Yes. Lass uns den Rest des Waldes erkunden gehen. In der Richtung zu der Hydra. Da ist die Hydra dran. Dann wird geschnappt. Es wird gesnackt. Gesniggelt. Sind wir zu weit? Ich glaube ja. Ja. Oh. Yes, hier ist der Niedergang gleich. Nein, doch nicht. Wo ist das? Hier. Mann. Ich gebe mir diese erste Pflanze. Ich muss nur kurz durch. Schott freischalten. Runterklettern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Für das Addon brauchen wir, glaube ich, noch den Kristallriesen vor Ulysses. Das wäre dann also nicht für Ulysses, aber den Kristallriesen bei Sieg. Also dann, wir könnten das schon. Die Reihenfolge ist halt, wie gesagt, das ist so. Kann jeder machen, was er möchte. Ne? Da auf der Brücke, alles klar. Die holen wir uns noch. Und dann gehen wir erstmal weiter runter. Da müsste das Feuer sein. Über die Brücke gehen wir natürlich auch noch, aber doch nicht. Chill. Seele eines Ritters. 6000, glaube ich.
was, glaube ich, hab auch keinen Bock, aber was soll man machen? Geht nicht anders. Schöner gewesen, wenn wir die erstmal weggemacht hätten. Andererseits, wir können die Hydra benutzen. Seht ihr? Die Eisriesen wegzumachen. Diese Strahlen, die treffen bis nach hier hinten. Dumm runterfallen hier. Und hier ist der Turm. Ein Turm. Schauen wir gleich mal, wohin der führt. Tschüss, Brudi. So, okay, hier sind wir vor der Hydra. Nächster Boss. Da lang geht's zum Finsterwurzbecken. Und das ist das nächste Feuer. Da gehen wir jetzt erstmal zuerst. Das Feuer holen wir uns. Das wäre quasi der bessere Weg gewesen, um hier reinzukommen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, ist es tatsächlich. Da unten. Ist hier auch das Feuer? War das nicht oben? Okay. Schwarzritter. Überraschung. Er lebt noch! Fuck! Oh, das war knapp. Nein. Schwarzer Ritter, helle Bade. Slava. Direkt die schwarze Ritterwaffe bekommen. Helle Bade laut dran, durchstrafenden schwarzen Ritter, zur Bekämpfung von Chaos-Dämonen, okay. Die weit ausholende Bewegung, die das ganze Körpergewicht in den Angriff wirft, ist der Größe der damaligen Feinde geschuldet. Ja, damals war das so, ne? Da war alles noch ein bisschen größer. Da ist das Feuer, das wir suchen. Nice. Okay, Hydra. Als letztes Ziel unserer heutigen Reise steht uns die Hydra bevor, Leute. Und das wird schon abgefuckt genug. Weil die ist echt unnachgiebig. Graswappenschild. Hier ist das Graswappenschild. Alter, mittelgroßer Schild aus Metall, unbekannter Herkunft. Das Wappen ist leicht von Magie durchtränkt und beschleunigt damit ein wenig die Ausdauerregeneration. Leute, ist das nicht alles, was wir wollen?
Hat weniger physischen, weniger magischen Widerstand. Aber dafür mehr auf Feuer und auf Blitz. Und natürlich der Ausdauer-Bonus. Den nehmen wir mit. Will ich haben. Oh, das war knapp. Ich dachte schon, ich falle jetzt wieder die Klippe runter. So, ihr könnt wie gesagt schon mal wieder Wetten abschließen. Hydra ja oder nein? 5 Estos ist wenig. Könnte mehr sein. Erstmal wieder die Eisgolems wegmachen. Ich glaube, ich mache das auf diese Art und Weise. Ich bin die alle. So wie eben ungefähr. Dann lass ich mich von der Hydra angreifen. So war es nicht geplant. Aber ein Riese ist schon mal weg. Zweiter Riese ist weg. Weg. Noch einer. So. 3 Estos, eine Hydra. Wish me luck. Wish me luck. Fuck! Kleines Glücksspiel. Man muss nah genug rangehen, damit die Köpfe der Hydra dich direkt angreifen. Und dann hast du die Chance, die Köpfe abzuschlagen. Und jeder Kopf hat seine eigene Position. Ich bin, glaube ich, gerade richtig schleißig. So wie es aussah. Das ist der falsche Weg. Hier geht's lang. Aber wir hatten, glaube ich, 3 Köpfe schon weg. Das war gar nicht mal so bad. Ah, hier ist der Shortcut für Neu-London. Drachental? Kann das sein? Egal. Brauchen wir jetzt gerade nicht. So, ich würde sagen, das sollte unser letzter Versuch sein. Die
Geduld ist ausgereizt, so wie bei euch, so als bei mir. Ich bin mir sicher, es klappt. Verblöd, egal. Was ist das? Rangehen, und jetzt schaffen wir das. Untot, warum auch immer. Ich glaube, beim Zurückziehen der Köpfe habe ich die Köpfe jetzt gerade mit in den Abgrund gezogen. Ach, naja, Leute. Das reicht für heute. Ich muss mir eine neue Taktik überlegen, wie es mit den Köpfen passiert. Scheiße. Wir haben auf jeden Fall unsere Waffe auf Maximum erstmal. Keine neuen Punkte am Start, deswegen. Aber schon mal sehr, sehr gut. Die reicht auch. Dann kriegen wir das easy hin. Nur noch ein bisschen eine Taktik überlegen. Vielleicht ein paar neue Zauber holen bei einer Londo. Wäre auch nicht schlecht. Beim Schmied. Uns die Rüstung vielleicht ein bisschen aufpowern. Naja. Jedenfalls Anno Londo, Smog, Ornstein erledigt für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Morgen früh. Bereitet euch drauf vor. Gut Soulning, nicht gut Afterning, wird besser. Schön, dass ihr dabei wart, Leute, alle zusammen. Ich freue mich bis zum nächsten. Genießt euren Samstag heute und bis morgen.